Hallo, schön, dass du dir noch kniffligere Aufgaben zur Berechnung der Oberfläche der Pyramide ansehen möchtest. Doch lass uns nicht zu viel Zeit verlieren, denn der Bürgermeister der Stadt Hintertupfing braucht dringend deine Hilfe. Denn letzte Nacht hat ein extrem starker Wind das Dach des Kirchenturms der kleinen Stadt schwer beschädigt. Nun muss die Dachfläche erneuert werden. Dafür stehen der Kleinstadt jedoch nur 4.000 Euro zur Verfügung. Der Bürgermeister ist verunsichert, ob das Budget ausreicht oder ob eine Spendenaktion veranstaltet werden muss, um die Kosten zu decken. Wie würdest du vorgehen, um den Bürgermeister in seiner Entscheidung zu beraten? Richtig. Um zu wissen, ob das Geld zur Erneuerung des Dachs reicht, musste erst die Fläche des Dachs des Kirchenturms berechnet werden. Da der Kirchturm die Form einer quadratischen Pyramide hat, entspricht die Fläche des Kirchendachs der Mantelfläche dieser quadratischen Pyramide. Daher fällt es dir sicherlich leicht, die Fläche zu berechnen. Falls du dir unsicher bist, was genau eine Pyramide ist und wie die Oberfläche berechnet wird, dann schau dir am besten zuerst das Basic-Video Pyramide Oberfläche nochmals an. Okay, du weißt, wie du dieses Problem löst? Na dann mach dir doch ein paar Notizen. Schreibe dir die einzelnen Schritte auf, die du durchführen musst. Drücke dafür kurz auf Pause. Genau, als erstes musst du dir überlegen, was genau berechnet werden muss. Das Dach hat die Form einer quadratischen Pyramide. Da jedoch nur die Dachfläche gesucht ist, muss nicht die gesamte Oberfläche der Pyramide, sondern nur die Mantelfläche berechnet werden. Als nächstes ist es hilfreich, eine Skizze, so wie auf der linken Seite, anzufertigen, um alles einzuzeichnen und sich die Aufgabenstellung besser vorstellen zu können. Anschließend musst du dir überlegen, welche Angaben habe ich? Was weiß ich? Im Fall unseres pyramidenförmigen Kirchendachs wissen wir die Höhe sowie die Länge der Grundkanten. Im letzten Schritt hast du dir sicherlich überlegt, wie komme ich zu dieser Mantelfläche? Da die Mantelfläche aus vier gleichen Dreiecken besteht, berechnen wir den Flächeninhalt eines Dreiecks. Den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnen wir, indem wir die Seitenlänge mit der dazugehörigen Höhe multiplizieren und deren Produkt durch 2 dividieren. Die Höhe auf a ist noch nicht bekannt und muss daher erst berechnet werden. Anschließend multiplizieren wir den Flächeninhalt eines Dreiecks mit 4 und erhalten somit die Mantelfläche. Solche Lösungswege anzuschreiben, wie du es soeben gemacht hast, unterstützt dich beim Lösen komplexer Aufgaben wie dieser. Wunderbar, falls du dir den Lösungsweg ähnlich überlegt hast. Nun bist du schon dran. Ich lasse dir den Lösungsweg eingeblendet, du drückst auf Pause und versuchst die Mantelfläche des pyramidenförmigen Dachs zu berechnen. Ich möchte dir nun zeigen, wie ich vorgegangen bin. Verfolge den Lösungsweg genau, um zu überprüfen, ob du richtig gerechnet hast. Zuerst habe ich mir überlegt, was genau gesucht ist. Wie du bereits richtig erkannt hast, hat das Dach die Form einer quadratischen Pyramide. Und da nur die Dachfläche gesucht ist, muss nicht die gesamte Oberfläche der Pyramide, sondern nur die Mantelfläche berechnet werden. Da wir nun wissen, was genau gesucht ist, ist der erste Schritt des Lösungswegs erfüllt. Nun wird als nächstes eine Skizze einer quadratischen Pyramide angefertigt. Diese besteht aus einer quadratischen Grundfläche und 4 gleichen Dreiecken, die zu einer Spitze zusammenlaufen. Vergiss dabei nicht, dass nur die Mantelfläche, also die Fläche der 4 Dreiecke, gesucht ist. Somit ist nur noch der zweite Schritt erledigt. Da sowohl die Höhe als auch die Länge der Grundkanten bekannt ist, können diese im folgenden Schritt in der Skizze eingezeichnet werden. Im letzten Schritt haben wir uns bereits überlegt, wie die Mantelfläche berechnet wird. Dazu muss zuerst die Fläche eines Dreiecks berechnet werden, indem man eine Seitenlänge mit der dazugehörigen Höhe multipliziert und ein Produkt durch 2 dividiert wird. Daher muss nun die unbekannte Höhe auf a bestimmt werden. Diese erhalten wir mit Hilfe des Satzes von Pythagoras. Falls du dir unsicher bist, was der Satz von Pythagoras ist, dann stoppe kurz das Video, klicke auf den Link und schau dir zuerst zur Wiederholung das passende Video zum Satz von Pythagoras an. Da die Höhe auf a mit der Pyramidenhöhe in der Hälfte der Seite A ein rechtwinkliges Dreieck bildet,
kann, wie bereits erwähnt, der Satz von Pythagoras verwendet werden. Somit ist die Höhe auf a 6,25 Meter lang. Mit diesem Ergebnis kann nun die Fläche eines Dreiecks berechnet werden. Da das Dach vier gleiche Dreiecke besitzt, multiplizieren wir den Flächeninhalt eines Dreiecks mit 4 und erhalten somit die Mantelfläche der Pyramide, also die Fläche des Dachs. Somit sind alle Schritte des Lösungswegs erfüllt und wir wissen, wie viel Quadratmeter das Dach hat. Nun wollen wir aber wissen, ob das Budget von 4.000 Euro der kleinen Stadt reicht, um das Dach zu erneuern und falls nicht, wie viel noch durch die Spendenaktion eingebracht werden muss. Jeder Quadratmeter des neuen Dachs kostet dabei 120 Euro. Zusätzlich müssen 1.000 Euro für die Dachlegerfirma einberechnet werden. Schreibe deine Lösung erneut auf dein Blatt Papier. Drücke dafür kurz auf Pause. Ich blende dir anschließend wieder die Lösung ein. Da ein Quadratmeter 120 Euro kostet, müssen 43,75 Quadratmeter 5.250 Euro kosten. Werden nur noch die Kosten für die Dachdeckerfirma ergänzt, werden 6.250 Euro benötigt, um den Schaden des Dachs zu reparieren. Daher reicht das Budget der kleinen Stadt leider nicht aus und es muss eine Spendenaktion veranstaltet werden, um die restlichen 2.250 Euro einzunehmen. Der Bürgermeister ist sehr dankbar, dass du ihn bei seiner Entscheidung unterstützt hast. Ich habe noch ein Video, Mastery Pyramide Volumen, vorbereitet. Es hat mir Freude gemacht, mit dir zu rechnen. Bis bald!